Vor 10 Tagen hat Muammar al-Khatib seinen Barbershop in Altenburg eröffnet. 2015 kam er aus Damaskus in die Skatstadt. Schon in Syrien hatte er einen Friseursalon. Bevor er sich in Deutschland selbstständig machen konnte, musste er allerdings erst noch eine Meisterprüfung absolvieren. Das hat der 53-Jährige nun geschafft. Endlich in meine Ziele gekommen, ja. Und ich musste Arbeit, richtig Arbeit und Steuer bezahlen, meine Steuer bezahlen. Und nicht mehr ein Jobcenter. Auch Ehefrau Nermin, Amir und Rita fühlen sich in Altenburg wohl. Sie mögen das kleinstädtische Flair. Muammar will sich hier zusammen mit Gattin und Kindern eine Zukunft aufbauen. Ich liebe Altenburg, es ist ruhig und gibt es alles, was ich brauche hier. Und gibt es Sport hier, Sport. Tischtennis ist Muammars zweite große Leidenschaft. Schon wenige Tage nach seiner Ankunft in Thüringen vor 8 Jahren trat er beim SV Aufbau Altenburg ein, um dort zu spielen. Seit einem Jahr kümmert er sich sogar um den Nachwuchs im Verein und hilft 2-mal in der Woche beim Jugendtraining mit. Er ist sehr ruhig und erklärt alles sehr gut und macht sehr Spaß mit ihm. Ja, er ist halt sehr direkt und zeigt halt dann auch. Und wenn es dann nicht klappt, dann halt nochmal. Er macht auch gute Übungen, die nicht zu langweilig werden, aber auch Spaß machen. Auch der Vereinsvorsitzende Michael Rüger will Muammar nicht mehr missen. Gerade durch die Corona-Zeit ist es gewesen, dass wir dann im jugendlichen Bereich dann doch einige Abgänge hatten. So sind jetzt dabei, das zu kompensieren und sind da ganz einfach angewiesen auf jeden Mann, der uns hilft. Und Muammar hat es halt drauf, Muammar ist begeistert, Muammar begeistert auch. Und deswegen ist er für uns eine wertvolle Hilfe beim Aufbau des Nachwuchsbereichs. Zwischen den Männern hat sich eine Freundschaft entwickelt. Michael Rüger ist zu einer Art Mentor für Muammar geworden. Er hat ihn bei der Meisterprüfung unterstützt und auch bei der Suche nach einer geeigneten Immobilie für seinen Friseursalon. Er ist ein guter Kumpel, er passt in den Verein und insofern brauchen wir ihn. Freuen uns, dass er da ist, ganz einfach. Und Muammar hat noch große Pläne. Er will seinen Friseursalon langfristig vergrößern. Ehefrau Nermin will hier eine Ausbildung zur Friseurin absolvieren und ihren Mann dann im Salon unterstützen. Meine Kinder und meine Familie Zukunft gut leben, das ist mein Traum. Und der scheint in greifbare Nähe gerückt zu sein.